Hey, Pingo hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einer neuen Runde Stream-Highlight. Mit einer Haida sind wir in einem gewerteten Gefecht auf der Karte Atlantik unterwegs gewesen und haben eine sehr spannende Runde hinter uns gebracht. Viel Spaß dabei. Ich hätte zu wenig HP, um den Gunfight mit dir einzugehen. Aber warst du gerade die Z39 im Gegnerteam? Hätte ich halt auch nicht gemacht. Ich hätte auch nicht gegen eine Haida gekämpft. Haida ist, man unterschätzt das gerne mal, aber die DPM, die das Schiff ausprügelt, ist so enorm. Mir ist das auch schon öfter gegen die Cossack passiert. Dann dachte ich so, oh komm, Cossack ist ja eine Stufe unter mir oder so zum Beispiel. Fahr ich mal drauf und greif die an. Cossack einfach so, bam, 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 bam. Versohlt mir den Hintern. Also okay, vielleicht ein bisschen unterschätzt. California, oh, Fetzenschädel. Warum? Warum dieses Drecksmühlenschiff? Nein. Guck mal, wie dumm happy er guckt, ne? Manchmal hasse ich dieses Emote so ein bisschen. Aber eigentlich kann man es nicht hassen, weil das so cute ist. Aber manchmal hasse ich es. Das ist so provokant happy irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist wie so ein Zwinker-Smiley. Aber süßer. Das ist wie so ein dummes, unschuldiges kleines Kind, das denkt, das hat was gut gemacht. Bist du stolz auf mich? Und du eigentlich sagen möchtest, nein, nein, bin ich nicht. Urine in der Mitte. Meinte, ich kann hier so abartig dreist reinfahren. Boah, der Prinz Heinrich davon. Ashitaka kommt auch sehr schnell hier ran. Yurin ist doch nicht hier, wie es aussieht. Guck mal, das war richtig dreist von mir. Das hätte man eigentlich nicht machen dürfen, gell? Weil ich ja gar nicht weiß, ob nicht hier noch ein DD steht oder so. Er hat Hydro an, der sieht die Torpedos. Deswegen bremst er jetzt so schnell ab. Schade, gell? Smoke generator started. Alles vorbei. Vielleicht hätte ich die Tops drin lassen sollen für die Ashitaka. In der Situation, die sich jetzt gerade ergibt. Er hat einfach keine Aufbauten, Mensch. Wild. Ehrlich, Nano übrigens. Moin. Servus. So gucke ich mir nicht Montagmorgens um 6 Uhr. Wir wollten einen wunderschönen guten Montagmorgen wünschen. Mach die Mikasa billiger, dann passiert sowas nicht. Das wäre aber das eine Übel mit dem anderen Übel ausgestochen. Ist beides Übel. Das ist ein Lose-Lose für mich. Da seid nur ihr die Gewinner. Nice try, Nikon. Da ist ja doch die Heron in der Mitte. Der Nebel hält nicht mehr ewig, gell? Unser Prinz Heinrich hat jetzt leider auch reingepusht und unser Gneisenau fährt außen rum. Wir haben schon einen Zerstörer verloren. Alles nicht so optimal hier, du. Da haben wir sie doch. Guck mal hier. Super wichtig, dass wir den jetzt hier wegschießen. Gemeinsam mit den anderen. Ich hab den Gneisenau direkt hinter mir. Wieder mein Motor kaputt. Uncool. Aber wichtig, dass wir das jetzt überleben. Dann haben wir die Seite nämlich. Zumindest ein Cap können wir uns jetzt einnehmen. Können wir uns jetzt holen. Okay, 20 Sekunden sind durch. Torpedos kommen keine mehr von der Hirn.
Let's go, Gneisenau. Wir schnitzen da gemeinsam rein. Zur Not, ich fahr mal vor ihr lang. Dann kann ich sie zur Not auch mal zugehen lassen mit meinem Nebel. Ich hab ja noch 3 Stück. Hallöchen, wo ist die? Nahkampfexperte. LOL, was habe ich gemacht? LOL, ich habe mit meiner Secondary den erwischt. Nein, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ey, wir haben ein einziges Geschütz mit der Sekundärbatterie. Hier, das hat den Kill gemacht. Ja, moin. Ich glaube, ich habe noch nie mit der Secondary einen Kill gemacht. Alter, der trifft mich ja fast hier. Ja. Bitte nicht. Smoke generator started. Ich muss jetzt halt hier rüber, gell? Genau, aber ich muss ja in den Cap rein. Hallöchen, Zeba, moin. Und Stacks, Dankeschön für dein Follow, gell? Herzlich willkommen. Bist du noch in die Goldliga? Hab ich eigentlich schon vor, um ehrlich zu sein. Oh, nice, die Nob hat da noch einen Kill gemacht. Der hat jetzt richtig viel gebracht, leider. Krass, wie schlecht der Gunwinkel ist. Das hintere Geschütz. Jetzt sind wir alleine. Oh je, Gneisenau, du musst eigentlich umdrehen. Bitte, Gneisenau, Kite. Du fährst in 4 Schiffe rein. 3 Schiffe. Korrektur. Smoke screen set. Nice, Brent. Ich muss hier weg. Ich hab nicht mehr viel HP. Die Prinz Heinrich wird uns gleich angreifen. Nice, aber will den auf jeden Fall pushen. Unser Torpedo trifft ihn sogar, Leute. Cool. Flooding. Prinz Heinrich auch noch drauf auf ihn. Wir haben 2 Caps, Leute. Oh, das sind die Tops. Ich hoffe mal, dass die Gneisenau da noch ein bisschen am Leben bleibt. So. Jetzt muss ich noch an den Prinz Heinrich ran. Gneisenau, bitte irgendwie versuchen, am Leben zu bleiben. Nicht. One-Shot meint er mit dem DD. Der One-Shot ist. Oh. Er ist wirklich One-Shot, der DD. Ich habe ihn getroffen und er lebt noch. Are you kidding me? Are you kidding me? So, you know what? You know what? Wir könnten jetzt einfach mal... ja, am Leben bleiben, ne? Wir haben 2 Caps, die müssen kommen. Der DD, der Sims hat so gut wie gar keine Lebenspunkte mehr. Ich meine, ich bin besser getarnt als die Sims. Also könnten wir jederzeit... Er ist halt immer noch dort hinten, der ist nicht auf uns zugekommen, glaube ich nicht. Steht immer noch irgendwo dort. Traut sich nicht hier ranzukommen. Der ist hinter der Prinz Heinrich sogar. Ich glaube, es ist gerade umgesprungen. Er brennt auch noch. So... Was tun wir jetzt?
Müsste den outspotten, Fetzenschädel. Okay, danke schön für dein Follow, mein. Ein großes Problem ist, ich könnte jetzt die Prinz Heinrich schon angreifen. Aber ich will meinen Nebel eigentlich nicht dafür missbrauchen. Ah, er nimmt sogar noch einen Torb mit. Allerdings. Hat er eben den Brand repariert? Wenn ja, dann ist er nämlich dead. Okay, ich gehe mal auf Viertelspeed runter. Weiß er natürlich, wo ich bin. Na, ah, okay, das war ein Fehler. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt, ihn rauszunehmen. Oh, scheiße. Ja, Hydro. Bin 5, ne? Hab ich einen Fehler gemacht. Ui. Fast. Fast, aber war schon ein Fehler. Ich hätte schnell wegfahren dürfen. Müssen. War ein bisschen riskant gerade. Well played. Well played. Ziemlich ballsy Runde mit der Heider. Nice. Gutes Game.